Schönen guten Tag und hallo, ihr sagt, weiter geht's mit Dominations. Wir sammeln natürlich unsere Ressourcen ein, gucken natürlich, was wir dann auf Tasche haben, was wir eventuell hier verausbauen können. Das ist natürlich immer sehr wichtig für uns, um uns schnellstmöglich weiterzuentwickeln. Von daher denke ich schon, ist es eine wichtige Angelegenheit, hier das Richtige auszubauen. So, aber so viele Ressourcen haben wir natürlich ja nicht am Start, von daher müssen wir auf jeden Fall in den Kampf gehen und gucken, ob wir da eventuell noch was reißen. Ich würde aber erstmal sagen, wir gehen hier auf Segen, Rüstungssegen kriegen wir erstmal noch nicht, da müssen wir da erstmal noch ein paar Goldminen abbauen. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Metall dazu und können dann dementsprechend auch den Rüstungssegen hier hinklatschen, das ist natürlich immer wichtig. Außerdem würde ich von euch mal gerne wissen, wie ihr meine Base so findet, ob ihr eventuell ein bisschen was umbauen würdet, also mir fällt es hier auf jeden Fall nicht so gut, weil irgendwie ist das nicht so richtig geschützt. Da muss ich mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen, aber ich bin mir natürlich nicht ganz so sicher, was ich da machen muss, beziehungsweise was ich da machen soll. Von daher wäre es auf jeden Fall extrem geil, wenn ihr mir da irgendwie einen Tipp geben könntet. So, was haben wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall wieder gut verteidigt. Der hat auf jeden Fall nicht so viel abgeholt. Von daher ist das extrem super für uns gelaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen, klar, wir haben Minuspunkte gemacht, aber das ist eigentlich halb so wild, das passiert. Passiert dem Besten, von daher drauf hier Schüssen. So, gucken wir einfach mal, können wir jetzt den Segen hier hinklatschen? Nee, können wir nicht. Metall fehlt uns immer noch. Wir bräuchten auf jeden Fall noch zweimal Metall, um den Rüstungssegen hier hinzufeuern. Müssen wir natürlich dann erstmal noch gucken, was hier so kommt. Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt ein bisschen Metall kriegen. Ah, bitter. Gut, ist ja, müssen wir jetzt uns damit gedulden oder damit abfinden, sagen wir. So, hier bauen wir gerade in der Schmiede die Forschung. Oh, forschen gerade die Sabotage. Wo haben wir das hier? 7 Stunden, 20 Minuten müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Außerdem haben wir hier Alexander und Kleopatra, unsere Bene-Generäle, schon auf Level Nummer 3 bzw. Stufe 3. Das ist auf jeden Fall extrem cool. Wir könnten auf jeden Fall irgendwann dann noch unsere Burg ausbauen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, um den nächsten General zu bekommen, den Nobunaga. Nobunaga, ich bin gespannt, was der so reißt. Aber wie gesagt, da müssen wir uns natürlich auch noch gedulden, weil die Burg auf die nächste Stufe zu bringen. Das ist natürlich extrem derbe teuer. 2 Mille Nahrung. Da haben wir gerade mal so eine Kapazitäten hier in unserem Lager. Von daher müssen wir doch noch was machen. Dauert natürlich noch eine ganze Weile. Aber mir ist natürlich wichtig, dass ich jetzt schnellstmöglich ins nächste Zeitalter komme. Das wäre auf jeden Fall cool, weil dann kriege ich neue Mauern, kann natürlich meine Base wieder mal ein bisschen umbauen. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. So, das können wir erstmal zumachen. Erfolge haben wir 21. Du hast 80 andere Truppen ausgewählt. Okay, nehmen wir das mit. Du hast nicht richtig 20 Rehe gelegt. Okay, dumme Lofen. Um unsere Feinde zu beherrschen, müssen wir viele Truppen ausbilden. Bilde 225 Truppen aus. Alles klar, wissen wir Bescheid, was wir machen müssen. So, wollen wir erstmal in den Kampf gehen. Ich gucke erstmal, ob wir hier alles am Start haben, was wir brauchen. Da haben wir, das haben wir. Hier müssen wir uns natürlich noch extrem lange gedulden. 55 Minuten haben jetzt natürlich nicht so wirklich Kriegstaktiken mit am Start. Das ist natürlich bitter. Aber das können wir, wie gesagt, nicht ändern. Von daher würde ich sagen, gehen wir einfach in den Kampf. Warte mal, da muss ich nochmal kurz was abchecken. Wie viel haben wir hier? 2 von 3. Das ist natürlich, oh, bitter, ein bisschen doof. Aber können wir, wie gesagt, nicht ändern. Wir gehen erstmal in den Kampf, suchen uns natürlich einen Gegner, den wir hoffentlich auch besiegen können. Müssen wir sehen, ressourcentechnisch soll er natürlich gut bestückt sein. Das wird sich auf jeden Fall für uns lohnt. Ah, der hat auf jeden Fall gute Ressourcen, aber der ist natürlich auch extrem gut eingebaut. Von daher müssen wir mal gucken, wie wir hier agieren. So, von wo fangen wir an? Was würdet ihr sagen? Aber ressourcentechnisch hat er natürlich gut auf Tasche. Von daher würde ich sagen, fangen wir hier auch einfach mal an, ein bisschen Bambule zu machen. Kommt schon, reiß sie auseinander. Kommt. Jo, schönes Ding, das war wichtig. Jetzt können wir die natürlich mit ins Boot schicken. So, dann sollen sie hier einfach mal Bambule machen. Ressourcentechnisch haben wir schon ein bisschen was bekommen. Müssen natürlich uns noch ein bisschen weiter verstärken, um hier anschließend noch ein bisschen mehr
zu reisen. Ich werde die natürlich erstmal hier ein bisschen gesund machen. Jetzt können sie natürlich das Stadtzentrum erstmal zerstören. Und dann müssen wir gucken, was wir hier so im Laufe der Zeit noch so alles auf die Tasche kriegen. Komm, Stadtzentrum ist wichtig. Danach müssen wir auf jeden Fall das Teil zerstören. Ich glaube, so viel werden wir hier nicht mehr reißen können. Haben natürlich jetzt schon Jut-Truppen verloren, aber ist egal. Wir haben auf jeden Fall schon mal hier einen Orden am Start, beziehungsweise kriegen Plus-Orden. Ressourcentechnisch haben wir auch schon ein bisschen was gesammelt. Von daher denke ich, verkaufen wir uns relativ gut und brauchen uns eigentlich nicht weiter eine Platte machen. Ich meine, ressourcentechnisch sind wir gut bestückt und Stadtzentrum haben wir auch zerstört. Von daher kann es so weitergehen. So, wir sind durch, haben natürlich jetzt noch ein bisschen was liegen lassen, jeweils 50.000 von allen Ressourcen, aber natürlich hatten wir auch nicht so eine derbe Truppe mit am Start, ressourcentechnisch sind wir trotzdem gut ab nach Hause gezischt, würde ich sagen. War auf jeden Fall nicht verkehrt, hat sich auf alle Fälle wieder mal für uns hier lohnt. Dann können wir auf jeden Fall noch hier die Obstbäume absammeln und können natürlich erstmal wieder ein paar Truppen ausbilden. Wir haben ja eh eine Aufgabe, wo wir so und so wir Truppen ausbilden sollen. So... muss ich mal gucken, hier von ihnen, davon und dann können wir jetzt noch ein paar Ritter ausbilden. So, dann haben wir das erledigt, könnten jetzt Kleopatra mit ins Boot nehmen. Hier werden wir auf jeden Fall noch die erste Hilfe mit zuklatschen, die können wir auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Und hier brauchen wir natürlich erstmal wieder ein paar Handelsgüter, um auf jeden Fall wieder ein paar Söldner anzuheuern. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig für den Kampf. Aber wie gesagt, können wir jetzt nicht ändern. Jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen Gold hier auf Tasche. Ich weiß nicht so wirklich, was ich damit machen soll. Ich würde einfach mal sagen, wir werden hier die Mauern verbessern. Ja, das reicht nicht. Das ist natürlich doof. Würdet ihr auch die Mauern verbessern oder sagt er, ja man, spartet erstmal, ist sinnvoller und baut dann irgendwas, was sinnvoll ist, also was noch sinnvoller ist. Wir können natürlich hier die Balliste dann ausbauen oder irgendeinen Turm und. Von daher könnte man nur sagen, wir sparen das jetzt erstmal und gucken, was wir dann anschließend damit reißen können. Von daher denke ich, mache ich das doch erstmal so, die Mauern lassen wir erstmal so, wie sie sind. Ich will ein paar Gebäude verbessern. Von daher sind wir auch erstmal durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.